Drei Spaten stehen an einem Gartenzaun. In wenigen Minuten wird hier der erste symbolische Spatenstich für eine weitere Etappe des Internetbreitbandausbaus stattfinden. Die MDDSL als Investor wird 400.000 Euro in die Hand nehmen, um von hier, Berliner Chaussee, Ecke am Hammelsberg, weitere Bereiche mit schnellem Internet zu versorgen. Bis zum Ende dieses Jahres soll zum Beispiel die Ortslage Pechau über diesen Weg erschlossen sein. Nein, nicht nur für Randow und Pechau, auch für Ostelbien in vielen Teilen. 100 Mbits Ausbau, das heißt, wir werden viele multimediale Anwendungen in Zukunft übertragen können, die wir jetzt noch nicht übertragen können. Nicht nur die Bewohner der Region warten auf die Glasfaserkabel, auch die Gewerbetreibenden ersehnen den zeitgemäßen Anschluss, der von Anfang an auch zukunftssicher dimensioniert sein soll. Und es gibt Bereiche, wo man eben den ganz großen Anbieter nicht hinbekommt und dass eben sich MDDSL auch dorthin begibt und durchaus auch wirtschaftliche Risiken in Kauf nimmt. Das finde ich auch höchst bemerkenswert. Und das ohne Fördermittel. Und das halt auch ohne die Aussicht, die sichere Aussicht, dass das Ganze wirtschaftlich auch aufgeht. Ganz vorsichtig dringen die Spaten in die Grünfläche ein, denn in diesem Moment wird nur das Foto gebraucht. Die eigentlichen Arbeiten werden bis zum vierten Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein, sodass ab Januar 2017 in den Zielregionen auch aktiv um Kunden für die Angebote der MDDSL geworben werden kann.